Okay. Leg das dort ab. Oh. Bring das darüber. Gut. Ah, nicht so schnell. Vorsicht. Was ist damit? Ah, darüber. Okay. Jawohl. Geht Was? Gut voran. Hey. Hey. Hab gehört, ihr habt einiges durchgemacht. Wie ist es gelaufen? Hervorragend wie immer. Jetzt können wir mit unserer Untersuchung beginnen. Ja. Yep. Gott, sehe ich scheiße aus. Kaum zu glauben, dass dieser eiskalte Ort die ganze Zeit auf uns gewartet hat. Wer weiß, welche Geheimnisse dieses Land für uns auf Lager hat. Mhm. Ob wir es wollen oder nicht, wir finden es raus. Richtig. Nun dann, ich kehre nach Astera zurück. Ernsthaft? Jemand muss über Astera wachen. Ich dachte mir also, diesmal übernimmst du die Führung. Ich? Das ist der Sohn. Komm schon, das ist nichts für mich. Solange du hier bist, ist alles in Ordnung, oder? Außerdem wird niemand zum Kommandanten, weil es ihm jemand befiehlt. Vielleicht. Aber dieser Ort braucht einen starken Anführer. Ja, wir werden zum Anführer. Die brauchen dich hier, damit du sie führst. Jawohl. Dich brauchen wir auch. Also gut, lasst uns loslegen. Wir haben hier in Siliana eine volle Hütte und unsere Legianer-Untersuchung ist in vollem Gange. Bevor wir also vorschnell handeln, sollten wir vielleicht von unseren neuesten Mitgliedern hören. Zuerst das Versorgungslager. Unser neuer Amtsverweser hier wird sich um diese Aufgabe in Siliana kümmern. Amtsverweser? Wer hat das denn übersetzt? Was du auch brauchst. Ich hab's. Amtsverweser? Und wer was verschmelzen möchte, dem hilft Omi hier aus. Schau jederzeit vorbei, um zu sehen, was brodelt. Also ernsthaft, Amtsverweser? Den Begriff habe ich nie gehört. Des Kapitäns bester Seemann hier wird die Lieferung der Argosi verwalten und sich um die Ernte für die botanische Forschungszentrale kümmern. Komm jederzeit bei mir vorbei. Ja, die Argosi muss ich gleich nochmal angucken, wenn sie sich jetzt zurückkehrt. Unsere Köchin. Die kenne ich schon. Wir haben die Beste der Besten für unsere Kantine in Siliana gewinnen können. Wie einige von euch wissen, sie ist die Ausbilderin unseres Kochs in Astera und hat ihren Ruhestand unterbrochen, um uns zu helfen. Nice. Ich konnte nicht einfach rumsitzen und zusehen, wie ihr euch erkält, und ich sorge dafür, dass euer Bauch voll und euch warm ist. Ich übernehme die Leitung der Ressourcenzentrale, wie immer. Auf mich kann man weiterhin für Jagdausrüstung zählen. Und man glaubt's kaum. Der Chefökologe hat's auch hierher geschafft. Schau nicht so überrascht. Du weißt, dass ich für die hehre Suche nach Wissen überall hingehen würde. Und mich gibt es auch noch. Meine Aufgabe ist die Sicherheit von allen. Ihr könnt euch entspannen, wenn ich aufpasse. Okay, dann entspanne ich mich jetzt. Da wir jetzt alle Freundlichkeiten ausgetauscht haben, kümmern wir uns um unsere Aufgabe. Wir müssen herausfinden, warum die Legianer hierher gezogen sind. Und um das zu tun, müssen wir diese Legianer finden. Als erstes möchte ich das Feldteam zu einer Expedition in ein Gebiet schicken, das wir jetzt Raureifweite nennen. Okay, ist Vater, oder? Es war der Vater, der alte Kommandant, ne? Vielleicht findet ihr etwas über die Legianer-Wanderung heraus, indem ihr Spuren folgt, die sie möglicherweise hinterlassen haben. Okay, wir müssen noch mehr Expeditionen machen und Vergesst Spuren finden. Nicht, dass es sich dabei um unentdecktes Neuland handelt. Seid da draußen bloß nicht übermütig. Verstanden. Wir brechen umgehend zur Expedition auf. Ich überlege noch, aber da draußen gibt es ziemlich viel, das ich mit eigenen Augen sehen muss. Okay, dich treffen also irgendwann unterwegs wieder. Alles klar. Denkt nur daran, mir regelmäßig Statusmeldungen zu schicken. Dann sind wir hier wohl fertig. Nun, lasst uns loslegen, würde ich sagen. Okay. Herr Kommandant.
in Ausbildung. Brechen wir in die Rauhreif weiter auf und finden wir die Spuren dieser Legianer. Ja, ich kann meine Chrom-Hellebarde bauen. Hey, das erinnert mich an was. Hast du schon die neueste schräge Dodogama-Kampfmaschine vom Technikchef gesehen? Offenbar hat er sie fertig. Der alte Mann bat mich zu helfen und ich sagte, na sicher, bin ich dabei. Wenn man sie mit Brennstoff befüllt, stößt sie wie wahnsinnig Dampf aus. Tisch! Und dann legt man Katschung an den Schalter um. Schau sie dir bei Gelegenheit einmal an. Sie ist in der Nähe der Versammlungsstätte von Seliana. Hier, ich schenke dir etwas von dem Brennstoff, den der alte Mann mir gegeben hat. Was? Achso, das ist hier der Technikchef. Was kann ich denn hier verbrennen? War irgendwie nicht genug Druck da, hä? Hey! Gut, du bist hier! Willkommen beim Dampfwerk! Der hier erzeugte Dampf war so ganz der Jana. Was hält das Dampfwerk in Gang? Das seid ihr Jäger! Komm zwischen den Jagden mal vorbei und fass mit an, ja? Ja, das weiß ich! Ich werde dafür sorgen, dass du deine Hilfe belohnt wirst! Man muss meine Aufgabe erledigen, um Taschengeld zu bekommen! Das Dampfwerk versorgt ganz Seliana mit Energie. Geschäftige Jäger können sich Objekte verdienen, indem sie den Technikchef bei der Arbeit unterstützen. Du solltest zwischen den Jagden also unbedingt einmal vorbeischauen. Um Dampfkraft zu erzeugen, wird Brennstoff benötigt, den du durch den Abschluss von Quests generierst. Alternativ kannst du auch Brennstoff hinzufügen wählen, um Brennstoffobjekte oder nicht benötigte Erze zu Brennstoff zu machen. Wähle hilft dem Dampfwerk und drückt dann zum Starten RT. Um Dampfkraft zu erzeugen, musst du die richtige Kombination aus A, X und Y erraten, die sich allerdings bei jedem Durchlauf ändert. Jeder Treffer erhöht die Anzeige, bis sie voll ist, sodass der Grenzbelastungsstatus erreicht wird. Erreichst du mit dem Dampfwerk die Grenzbelastung, erhältst du als Belohnung ein besonderes Objekt. Du kannst mit der Bedienung des Dampfwerks jederzeit auffüllen, indem du B drückst. A, X und Y sind einfach zufällig angeordnet. So was. Bei jedem Durchlauf verändert sich's. Gelegentlich erscheint oben am Bildschirm eine Nachricht, die dir mitteilt, dass es im Dampfwerk einen Bonus zu kassieren gibt, wenn du die nächste Sequenz komplett richtig errätst. Werden alle drei Anzeigen aufleuchten und die Maschine bringt maximale Leistung. Die Katze aus dem Sack lassen. Die Felinen im Dampfwerk werden dir Tipps zur richtigen Reihenfolge geben. Behalte die Kätzchen und die Tasten also genau im Auge. Volldampf voraus. Erhältst du die gesamte Sequenz richtig, erzeugst du deutlich mehr Dampf als sonst. Okay. Okay, gesamt. Möchtest du alle Brennstoffobjekte umwandeln? Okay. Gratisobjekte. Drücke die Tasten, wie auch immer du magst. Wenn du Glück hast, bekommst du eine ordentliche Ladung Dampf für deine Mühen. Ach, hier! Ein kleines Dankeschön für all die Hilfe. Nutze die Maschine! Oh, die Rohre singen heute! Bist du bereit? Los geht's, Felinen! Gib uns das Startsignal! Ja! Yeah. Danke für die Hilfe! Uiuiuiuiuiuiuiui! Kleinen Fellknäuele! Bis zum nächsten Mal! Die Maschine ist total heiß! Im guten Sinne! Sie erzeugt wie verrückt Dampf! Richtig, helfen tust du mir nicht, weil ich nicht weiß, wo du hinguckst. Gut. Das System hat normale Werte. Übertreiben wir es besser nicht.
Silberei, Dampfticket, fortschrittliche Rüstkugel, Rüstkugel, Beruhigungsbombe, Lebensstaub, Meganährstoffe, Maxi-Trank. 10 Maxi-Tränke, Megatrank 13. Okay. Okay. Okay.